is a revolution. Hallo und herzlich willkommen in der Datenpol Arena in Mödling, der Heimat des FC Flyer Alarm Admira. Confinity und die Admira sind ja im Februar diesen Jahres eine Partnerschaft eingegangen und wir nutzen heute den vorletzten Spieltag der Saison, um mit dem Geschäftsführer Niklas Belihard und dem Sportdirektor Peter Stöger über Bitcoin im Fußball zu sprechen. Und im Anschluss sehen wir uns natürlich noch das Spiel gegen Vienna an. Wird auf jeden Fall spannend. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit diesem Special. Bei mir ist jetzt Niklas, der Geschäftsführer von Admira. Hallo Niklas. Hallo. Dankeschön für die Zeit schon mal. Gerne. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die Admira Bitcoin für sich entdeckt hat? Was ist da genau passiert? Ja, der Kontakt zu Bitcoin wurde uns über das Admira-Netzwerk, über Hubertus Donhauser hergestellt und er war dann auch der Initialzünder für diese neuartige und gute Partnerschaft. Aha, alles klar. Wie wurde der Schritt in den Bitcoin-Space intern aufgenommen? Waren da sofort mit alle an Bord? Ja, also intern waren sofort alle an Bord und extern haben wir eigentlich auch sehr gute Publicity erhalten oder große Publicity. Ich glaube deshalb, weil das Thema Bitcoin in unserer Gesellschaft mittlerweile angekommen ist und auch ein wichtiges Thema ist und wir eigentlich auch ja, dieses Thema einfach damit uns auch beschäftigen wollen und auch hier Aufklärung und Erziehung betreiben. Und natürlich wollten wir auch eine Vorreiterposition einnehmen, was uns auch gelungen ist. Spitze, das freut uns sehr. Seit Herbst letzten Jahres war Twitter und das Bitcoin-Internet ja voll von Fotos, von Fußballtrikots mit Bitcoin-Logo. Das ist natürlich die Admira. Gab es viele Bestellungen auch außerhalb von Österreich, was eure Trikots angeht? Ja, dadurch, dass wir jetzt Bitcoin auf der Brust unserer Panthers-Mannschaft und auf den Aufwärmshirts unserer Profis drauf haben, hat das natürlich großes Aufsehen in der Community erregt. Und wir haben unsere Trikotverkäufe für die zweite Mannschaft sehr stark gesteigert. Es sind nicht nur Bestellungen aus Österreich eingegangen, sondern von der ganzen Welt, auch sehr viel von Deutschland. Und ich glaube, die weitesten Bestellungen waren aus Chile und aus Asien. Wow, okay, international also. Wie sieht denn die Bitcoin-Integration aktuell aus bei der Admira? Was habe ich als Fan und Bitcoiner für Möglichkeiten, bei der Admira einzukaufen? Ja, aktuell neben der Aufklärung, die wir betreiben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit in unserem Fanshop, dass man in unserem Fanshop mit Bitcoin bezahlt. In Zukunft wollen wir auch Lightning einführen und dann sind dann auch Ticketkäufe möglich und alles eben, was man käuflich erwerben kann bei der Admira. Mhm, super, spannend. Bietet die Admira ihren Mitarbeitern, Spielern, ihren Partnern auch Informationsveranstaltungen bzw. Schulungen zum Thema Bitcoin? Ja, wir haben ja im Zuge dieses Bitcoin-Sponsorings auch eine Partnerschaft mit Coinfinity begonnen, die wir derzeit ausbauen und möchten mit Coinfinity, was uns ganz wichtig ist, eben Education und Aufklärung zu diesem Thema betreiben und dieses Thema seriös für die Öffentlichkeit zugänglich machen und vorantreiben, insbesondere die junge Zielgruppe, die ist ja ganz affin und da möchten wir eben weiter dazu beitragen, dass das Thema gut behandelt wird und von uns eben auch verbreitet wird. Mhm, ich merke, da vereinen sich unsere Visionen und wir freuen uns sehr darauf, das Thema mit euch weiter voranzutreiben. Ja, wir werden ja da auch einige Veranstaltungen gemeinsam machen und zum Beispiel auch vielleicht auf Servietten oder auf Digivolts Botschaften über unsere Spiele auch kommunizieren lassen zum Thema Bitcoin. Mhm. Apropos Coinfinity Admira, für alle Mitglieder und Fans von Admira gibt es mit dem Code Admira Wacker 21% auf die Servicegebühren für die ersten 6 Monate bei Coinfinity. Das gilt für den Kauf, Verkauf sowie auch für Sparpläne. Also einfach bei der Registrierung Admira Wacker eingeben und 21% Gebühren sparen. Und ich darf dir jetzt unser Bitcoin Blinks Buch überreichen. Das sind 21 kurze Häppchen
zum Thema Bitcoin. Und ja, wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen. Dann vielen Dank, Niklas, und wir wünschen euch alles Gute für das heutige Spiel. Danke, vielen Dank für das Gespräch und auf eine gute Partnerschaft. Ich freue mich auch drauf, danke. So, jetzt ist Peter Stöger bei mir, Sportdirektor bei Admira. Hallo Peter. Servus. Gestern habe ich dich noch im Fernsehen gesehen, beim Sturm Graz Spiel, und heute stehst du vor mir. So spielt das Leben, ja. Genau. Admira hat ja Bitcoin zu einem Steckenpferd gemacht. Inwiefern hat das deine Arbeit, deine Tätigkeit als Sportdirektor beeinflusst? Ja, beeinflusst nicht, aber ich beschäftige mich natürlich auch selbst mit dem Thema. Ich bin jetzt nicht der Innovativste oder sonst irgendetwas, aber es hat also kaum eine Möglichkeit, dass du dem Thema quasi, wenn man so will, aus dem Weg gehst. Und damit muss ich sagen, habe ich mich natürlich schon auch vor Admira und vor dem Engagement mit Admira mit Bitcoin beschäftigt. Mhm, spannend, okay. Könntest du dir vorstellen, jemals einen Spieler mit Bitcoin zu kaufen? Ist das etwas Realistisches? Zum Beispiel Real Bedford in England dürfte sich auf sowas einlassen? Naja, da müssen wir dann schauen, dass wir dort einen Spieler hinverkaufen. Grundsätzlich, glaube ich, gibt es Rahmenbedingungen, die man in irgendeiner Form erfüllen muss. Aber wenn die Partner dem offen gegenüberstehen, dann würde ich jetzt einmal aus heutiger Sicht sagen, dass das nicht unrealistisch ist. Aber wie gesagt, das ist ja ein Bereich, wo man quasi auch darauf angewiesen ist, dass die Rahmenbedingungen und die Partner auch dem Ganzen auch zustimmen. Unrealistisch sehe ich das zum heutigen Zeitpunkt nicht. Okay, spannend, ja. Ist Bitcoin auch bei euren Spielern und bei euren Mitarbeitern Thema in der Kabine? Also vom Bipo weiß ich's, bei dem leuchten die Laseraugen ja schon sehr hell. Ja, ich glaube vor allem, also wenn ich sage, ihr mich damit beschäftigt, dann bin ich eine Generation, die ein bisschen Zeit braucht, um sich auf was Neues einzulassen oder sich damit zu beschäftigen. Wenn man die junge Generation kennt, dann weiß man, dass die in vielen Bereichen sehr, sehr offen sind und sie alles in irgendeiner Form reinziehen, was spannend sein könnte. Deswegen kann ich schon sagen, ja, in der Kabine ist es auf jeden Fall Thema. Bei den jungen Menschen ist es natürlich ein Thema, das sie mit gewissen Dingen da auseinandersetzen. Und ja, also um die Frage kurz zu beantworten, ja, es ist Thema. Mhm. Freut uns zu hören, ja. Seit der Winterpause ist die Saison, ja, glaube ich, sehr gut für euch gelaufen. Dürfen wir euch in den kommenden Jahren wieder in der Bundesliga sehen? Ja, man muss uns in der Bundesliga wieder sehen. Also das ist der Zugang, den wir haben. Die Entwicklung ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben einen nicht so wahnsinnig guten Herbst gespielt, wo nicht alles so schlecht war, wie es die Tabelle gezeigt hat. Wir haben ein gutes Frühjahr jetzt. Bin aber jemand, der da immer gerne auf der Euphoriebremse steigt, weil ich glaube, dass auch nicht alles so gut war, wie die Ergebnisse dann waren. Es ist eine Mischung von vielen. Fakt ist, dass wir den Verein weiterentwickeln wollen im sportlichen Bereich. Und da wird es ein paar Veränderungen dann im Sommer auch noch geben. Und klar ist auch, dass die Zielsetzung die ist, wieder in der Bundesliga anzukommen, wo dieser Verein heute hingehört. Super, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Peter. Gerne. Und wir freuen uns auf das Spiel. Danke, ich freue mich auch. Ich hoffe, es wird eine coole Partie. Zum Abschluss darf ich dir noch eins unserer Bitcoin-Blinks-Bücher mitgeben. Sehr gut. 21 kurze Lektionen zum Thema Bitcoin. Viel Spaß beim Lesen. Dankeschön. Danke, ciao. Ich bin jetzt da beim Niki, bei den Südstadt Fanatics. Das ist der älteste Admira Fanclub. Hallo Niki. Servus, hallo, willkommen. Danke für die Einladung. Vielleicht magst du euch kurz vorstellen, wer seid ihr? Also wir sind die Südstadt Fanatics, 1995 gegründet. Wir gehen aus verschiedenen kleineren Fanclubs heraus, die Mitte der 90er die Admira unterstützt haben. Die sind dann zusammengefunden, eben als Südstadt Fanatics. Und wir sind sehr stolz drauf, wir sind der größte Admira-Fanclub und auch jetzt eben schon fast 30 Jahre da in der Südstadt zu Hause. Stark, gratuliere, klingt gut, ja. Wie habt ihr die Entscheidung aufgenommen, dass Bitcoin plötzlich einen Stellenwert bei der Admira eingenommen hat? Naja, grundsätzlich ist Bitcoin eine interessante Technologie, sage ich jetzt einmal so. Es ist immer toll, wenn man bei neuen oder innovativen Sachen dabei sein kann, gerade für uns als, ich sage mal, kleinen Verein, so in eine Vorreiterrolle hineinzukommen, ist was Besonderes. Und alles, was die Admira präsenter macht, was der Admira einen Push gibt, ist sehr willkommen bei uns, im positiven Sinn. Ja. Ist das Thema Bitcoin seit der Integration durch die Admira spannender für euch geworden, beziehungsweise habt ihr vor diesem Schritt schon euch mit Bitcoin beschäftigt? Ich würde sagen, einige Leute schon.
Einige Leute sind vielleicht dann erst draufgekommen. Wir sind eine gemischte Altersstruktur, sage ich jetzt schon mal. Wir haben eher ältere Semester dabei, wir haben ein paar Junge, so wie mich. Spaß, also noch Jüngere auch. Also man kennt das, ja. Viele haben vielleicht noch nicht etwas wirklich damit anfangen können. Und da ist vielleicht doch gekommen, dass sie sich einmal schlau machen, dass sie sich einmal informieren, einmal, was ist das überhaupt? Das ist, würde ich jetzt einmal sagen, hat das ausgelöst. Ja, und eine direkte Implementation wird dann interessant, wenn es in die Richtung Abo kaufen, zum Beispiel über Bitcoin oder mit Bitcoin geht. Das wird dann der nächste interessante Schritt sein. Ja, ja, das klingt wirklich spannend. Also da würden wir euch als neue Unterstützer der Admira auch gerne helfen. Wir haben auch noch ein paar Confinity Bitcoin Blinks Bücher mit. Das ist ein sehr einfacher Einstieg in das Thema mit 21 kurzen Kapiteln. Und wir glauben, wenn man das einmal durchgelesen hat, versteht man schon einiges von Bitcoin. Ja, also das gebe ich euch dann noch mit. Glaubst du, dass in Zukunft Fanfreundschaften entstehen mit Vereinen, mit anderen Vereinen, die auch Bitcoin integriert haben, zum Beispiel Real Bedford aus England? Ich weiß jetzt nicht, ob Bitcoin eine Basis bildet. Es gibt, wir haben sehr viele Fanfreundschaften mit anderen Fanclubs in Österreich, auch international. Es sind schon Werte, sage ich jetzt einmal, die Fanfreundschaften entstehen lassen, und Bitcoin muss da vielleicht noch einen Weg hineinfinden. Es ist aber eine interessante Basis. Ja. Wir haben auch zum Beispiel mit Celtic Glasgow eine Kooperation. Ja. Und da ist der nächste Schritt nicht nur, dass wir Spieler verleihen, sondern dass wir als Fanclub auch einmal dorthin schauen. Vielleicht gibt es da interessante Sachen. Und mit Bitcoin kann es ebenfalls interessant sein. Aber das müssen wir schauen, was die Zukunft bringt. Mhm. Klingt spannend, ja. Also meiner Erfahrung nach sind Bitcoiner, ganz egal aus welchem Feld, ganz egal aus welchem Land, sehr angenehme Leute. Aber macht eure eigenen Erfahrungen, ja. Wie seht ihr oder wie siehst du das Thema Inflation? Als Fan hat man ja doch einige Kosten zu tragen, wenn man seinen Verein unterstützt, Auswärtsfahrten etc. Glaubst du, dass Bitcoin da einen soliden Wertspeicher über die Zeit darstellen kann? Einerseits ist halt die Inflation oder diese Teuerung, die wir derzeit haben, schwierig. Es wird alles teurer eben, ja, gerade Auswärtsfahrten auch. Da für viele Leute ist es nicht mehr selbstverständlich, jedes Wochenende auf ein Heimspiel zu gehen. Ja, es ist eine kleine Familie, da brauchst du 50, 60, 70 Euro, um einmal hereinzukommen. Ja, und da hat noch keiner ein Würstel gegessen und ein Bier getrunken. Ja. Auswärtsfahrten sind bei der Admira generell schon ein bisschen schwierig, weil die Fanszene, sage ich einmal, eher klein ist. Und das spüren wir halt dann umso stärker, wo die einen oder anderen sagen, na, sie bleiben lieber daheim, dafür kommen sie öfter in die Südstadt. Ja, super, Niki, dann vielen Dank für die Zeit, und ich glaube, jetzt freuen wir uns, dass die Admira die Vienna wegputzt, oder? Ja, absolut, absolut. Und nachher natürlich eine super coole Abschlussfeier, letztes Heimspiel jetzt. Ja. Immer das lachende und das weinende Auge bei der letzten Heimpartie, aber nächste Saison wird sicher auch grandios werden wieder. Ja. Na, wünschen wir euch definitiv, ja. Vielen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, hallo Nico. Servus Joachim. Ich habe gar nicht gewusst, dass du heute auch da bist. Ja, hast nicht gewusst, wir haben nämlich vorher ge-SMS'd und so, hast du vergessen. Also wir zwei nicht. Ja, alles gut. Na, aber auf jeden Fall eine schöne Überraschung. Das Admira Stadion scheint anscheinend ein kleiner Hotspot für Bitcoiner geworden zu sein, oder? So ist es. Jetzt bin ich der Einzige im Bitcoin-T-Shirt hier und ich hoffe, es werden noch mehr. Glaubst du, geht das so weiter, vor allem wenn die Admira es wieder in die Bundesliga schafft? Das wird aber noch ein bisschen dauern, oder? Ich glaube, dass Bitcoin und Sport eine super Kombination ist. Proof of Work, oder? Proof of Work. Es ist nicht nur Fußball, aber auch Fußball. Mir taugt das einfach hier. Ich meine, das ist hier drüben steht auch ein Graffiti against modern Football. Ja? Und das ist irgendwie passend. Das ist einfach ehrlich hier und das taugt mir. Ja. Warst du eigentlich immer schon Admira-Fan oder ist das erst seit dem Bitcoin? Nein, ich muss da ganz ehrlich sein. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von hier in Berchtesdorf. Das ist also quasi auch selber Bezirk, ja. Aber ich bin kein Admira-Fan gewesen in meiner Jugend. Aber jetzt, weil sie Bitcoin am Trikot haben, etwas mehr. Absolut, gar keine Frage. Ja, ich meine, schau.
ist ein Traditionsverein, also Ausbildungsverein. Die haben es sicher nicht leicht, ja, weil die sind da im Süden von Wien. In Wien gibt es große Clubs in allen Ligen. Und ich finde, die machen einen super Job. Ja, und die Idee, da Bitcoin reinzubringen, auch weil sie eben junge Leute ansprechen mit ihrer Ausbildung. Ich finde es mega und sie meinen es ehrlich, glaube ich. Ja, ja. Na, das kommt mir auch so vor, ja. Gehen wir 30 Jahre in die Zukunft. Glaubst du, dass eine Fußballwelt mit Bitcoin anders aussehen würde? Also reden wir zum Beispiel von abstrusen Spielerpreisen. Ja. Glaubst du, dass das dem Fiat-System geschuldet ist und würde das in einem Bitcoin-System anders aussehen? Also das ist deswegen ein lustiger Punkt, weil gerade so Fußball, Transfersummen, da fällt es da quasi allen auf, auch den Normis sozusagen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und das steigt dann auf 100, 150, 200 Millionen. Wie das jetzt unter Bitcoin aussieht, ist glaube ich ganz schwer zu sagen, möchte mich ja nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube es fällt auf, dass das einer der Gründe ist, dass eben das Fiat weniger wert wird und nicht unbedingt der Ronaldo mehr wert wird. Ja? Vor allem im Alter. Im Fußball ist ein Geschäft, es geht ums Geld, jetzt ist wirklich die Champions League wieder umgestellt, ja? Aber es gibt eben noch Fußball, wo es nicht nur ums Geld geht und beides ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Und Bitcoin passt halt, sage ich mal, besser natürlich zu einem Equity-based Aufbau, ja, darum geht es eigentlich bei Bitcoin, ja, dass du dich nicht auf Schulden finanzierst, sondern dass du quasi Stück für Stück was aufbaust und das sehen wir jetzt in der Bitcoin-Welt ganz langsam und da sehe ich jetzt die Admira als einen kleinen Stein. Ich meine, es gibt da einen Club in Bulgarien, es gibt Bedford von Peter McCormack in England, es gibt ein Team in Australien, ich glaube Baseball-Team. Also in Perth, gell? Genau, ja. In Perth, ja, also es gibt ja immer mehr Sportvereine und Beziehungen zu Bitcoin und das finde ich cool. Ja. Mhm. Na, finde ich auch cool. Und wenn ich was sagen darf, was halt, ich glaube, einer der Gründe, warum sie es machen, ist, weil Bitcoin, diese Marke, ja, das ist quasi, das hat den Bekanntheitsgrad von Coca-Cola fast schon. Das kennt inzwischen jeder auf der Welt und du kannst dich einfach gratis dieser Weltmarke bedienen. Ja? Ja. Und das ist halt interessant aus Marketing-Sicht. Ja? Aber das reicht wahrscheinlich nicht, oder? Also sich einfach das Bitcoin-Symbol und das eigene Logo zu klatschen, so werden wir wahrscheinlich zu keiner Massenadoption kommen und überhaupt zu einem Punkt, wo die Menschen das verstehen. Also ich glaube, was du machst mit deinem Podcast und was wir Coinfinity machen, wird nach wie vor sehr wichtig sein, auch wenn es große Geldgeber dahinter stehen und das vermarkten sozusagen. Ich glaube, es ist, was wahnsinnig wichtig ist, ist, dass wir als gerne vergessen mit der Zeit, du bist schon länger drinnen in Bitcoin, redest jeden Tag drüber, dass wir immer vergessen, es kommen jeden Tag neue Leute dazu. Die fangen bei Null an, die brauchen die Basics. Ja, ihr macht das toll mit euren Blinks, ich versuche das über meinen Podcast natürlich zu machen, über Kanal zu machen, aber es geht auch nicht immer. Also du musst einfach auch interessant bleiben und musst natürlich die neuesten Entwicklungen beobachten und die Kombination ergibt es dann. Ja. Und eine niedrige Zeitpräferenz beibehalten, richtig? Idealerweise. Idealerweise. Aber auch Altersfrage. True story. Ja, naja, also wir können auch noch weiter plaudern, aber das überlasse ich gerne dir. Ich glaube, wir genießen jetzt noch die letzten 10 Minuten vom Spiel. Und hoffen auf ein 2-2. Hoffen noch auf ein paar Tore von der Admira und machen uns einen schönen Abend. Machen wir so. Danke, Nico. Danke dir.